Der Asylbewerber Uri Jallo kam im Jahr 2005 in einer Zelle des Polizeireviers Dessau bei einem Brand ums Leben. Nach einem lange währenden Prozess wurden die verantwortlichen Polizisten freigesprochen. Noch vor diesem Urteil hat Simon Jaikiriuma Petau mit Freunden von Uri Jallo einen Film gedreht, der gerade mit dem Menschenrechtspreis 2008 ausgezeichnet wurde. Um auf die Frage zu antworten, ob in Deutschland Menschenrechtsverletzungen stattfinden, kann ich eindeutig mit Ja beantworten. Also wir müssen nicht in fremde Länder gehen, um Menschenrechtsverletzungen zu finden. Haben Sie einen Pass? No. Name? Nom, Prénom? Uri Jallo. Uri Jallo war für mich nicht so ein tragisches Einzelschicksal, wie es auch manchmal dargestellt worden ist, sondern das war für mich schon die Spitze des Eisbergs von einer Situation in Dessau und vor Ort, die halt ganz viel Fundament hat. Ich habe dann Uris besten Freund kennengelernt. Das war also Musa Konda, auch unser Hauptdarsteller, und Salih Su, der halt auch das Drehbuch mitgeschrieben hat. Und vor allem im Kontakt mit ihnen, da wurde mir erst klar, in was für einer sozialen Lage Menschen bei uns in Deutschland leben. Dass man sich nicht aus seinem Landkreis bewegen kann, dass diese 190 Euro absolut überhaupt nicht ausreichen, dass die Leute nicht studieren, nicht arbeiten können. Was es bedeutet, wenn Leute einfach 12 Jahre lang in einem Asylbewerberheim leben, was das macht mit Menschen und was da passiert. Der Freispruch für die Dessauer Polizisten, in deren Arrestzelle Uri Jallo verbrannte, war für die Filmemacher, denen gerade der Menschenrechtspreis verliehen wurde, ein trauriges Urteil. Einerseits freuen wir uns, dass der Film die Anerkennung bekommen hat und akzeptiert wird. Andererseits sind wir auch traurig, ne? Also und es bestätigt uns in dem Sinne, dass die Rechtlosigkeit und dass von Seiten der Institution keine Symbole gegen Rassismus und Ausgrenzung gesetzt werden.